Franziska Klotz und ich versuche eine pure Malerei zu betreiben sozusagen. Das ist das, was mich interessiert, ohne Schnickschnack, sondern einfach aus der Farbe heraus Formen zu entwickeln und das Bild aus der Farbe an sich aufzubauen. Alles neu gestrichen, hatte weiße Leinwände, saß ich da und dachte so, und nun? Also ich habe mir jetzt angewöhnt, immer noch was so zurückzubehalten, wo ich einfach weitermachen kann. Eigentlich praktisch das Horrovacui ein bisschen austrickse, aber eigentlich ist der Horrovacui super. Also das ist ja praktisch die Projektionsfläche schlechthin. Man muss es nur einfach nur aushalten. Und wenn es dann gibt es einem ja ganz viel. Große Format reizt mich immer. Das hängt einfach mit der Bewegung zusammen. Dieses sich vor dem Bild auf und ab zu bewegen, in dem Bild einzutauchen. Also ich habe früher getanzt. Und es kommt so wahrscheinlich noch ein bisschen daher. Also das ist so dieses, sich in der Materie mit reinzubegeben. Klar ist Malerei immer noch so ein bisschen eine Männerdomäne. In der Malerei gibt es auch tolle, tolle Frauen und die kommen gerade. Also letztendlich geht es ja darum, was sagst du aus, was macht dein Werk, was macht deine Kunst. Eigentlich ist es mir egal, welches Gender dahinter steht. Wichtig ist, was ist da, was ist die Aussage, was ist der Inhalt. Und was ist überhaupt der künstlerische Moment? Grundexistenzangst hat man eigentlich immer. Und ich glaube auch, dass das aber auch so ein Antrieb ist, also immer weiterzumachen. Jedenfalls bei mir ist das so. Aber es ist anstrengend. Es ist ja so, du hast den Drang und das Bedürfnis, das ja zu machen. Und dann willst du das auch unbedingt, dann musst du das auch machen. Dann ist es auch schwierig, das zu vereinen mit, was weiß ich, Nebenjobs oder wie auch immer. Alles, das blockiert einen ja. Mir ist es wichtig, dass ich mein Atelier habe und dass ich meine Materialien habe, dass ich einigermaßen über die Runden komme, so nach dem Motto. Ne? Also das ist so diese Grundvoraussetzung, die irgendwie so der Tonus ist. Eigentlich freue ich mich die meiste Zeit, weil das Ding ist ja, wenn es einmal gemalt ist und ausgestellt wurde, dann ist es so wie mit Kindern, dann ist es dann so, tschüss, so, ich lasse euch raus in die Welt. So. Und das muss ja auch sein und es soll auch so sein. So. Und klar freue ich mich, wenn ich weiß, wo die hingehen oder wenn ich dann mal sowas sehe, wo sie hängen oder wie auch immer, ne, klar. Aber letztendlich gehören sie raus. Dafür mache ich es.